Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus Minosenroport und heute reden wir mal über den Kleinen hier. Gleich nach dem Intro. Jawohl, ich habe mir bei Temu einen kleinen Drachen gekauft. Ich habe natürlich nicht drauf geachtet, dass es Diamonds ist. Aber baue ich auch schon. Die Anleitung ist dieses nette Faltblatt. Da unten sieht man übrigens das Ergebnis, allerdings von hinten. Na gut. So, den Hersteller habe ich nicht rausgefunden. Diamond Blocks, ja. Und dann habe ich hier als Herstellernummer YX878. Ein Ceratops. Ein Ceratops, so. Mit 331 Teilen. Das sind die Teile, die übrig geblieben sind. Sind bei Diamonds immer so viele. Und da sind die Augen, die ich noch nicht verklebt habe oder nicht verklebt habe. So, und das hier ist der liebe Junge. Den habe ich im Livestream bei Let's Bricks gebaut. Deswegen zeichne ich euch jetzt so. Ja. Also ich finde, dass er wirklich gut gelungen ist. Sind auch gute Steine, kann ich nicht meckern. Er gefällt mir so recht gut. Ich messe das gute Stückchen mal aus. Er hat eine Tiefe von Nase bis Schwanzende 8,5 cm. Eine Breite von ungefähr 6 cm und eine Hornhöhe, das ist das höchste, so von rund 9 cm. Die Pfotenhändchen sind bewegbar. Ja. Augen links und rechts. Schönen Mund mit Zunge zu sehen. Der Horner, Schwanz. Extrem stabil, was bei Diamond Blocks ja nicht immer der Fall ist. Aber die Bautechnik und so weiter macht das Tierchen echt schön und stabil. Farbabweichungen gibt es nicht. Passend tut es auch. Teile sind auch in Ordnung. Gefällt mir. Und wie gesagt, ich habe noch Restteile. Und ich habe noch ein Brüderchen oder Schwesterchen von denen, der kommt auch noch. Also das war der Ceratops, sowas richtig gemeint. Von, tja, Marke unbekannt. Verpackung war auch ohne Karton. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie euch der Kleine hier gefällt. Mir gefällt er gut. Bisschen kleiner als er hier, aber was soll's, ne? Ja, das war's soweit. Bitte gerne in den Kommentaren schreiben. Daumen hoch wäre schön, Abo ist auch nett. Schaut euch meine nächsten Videos an. Ich versuche euch zu überraschen. Stellt euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo ihr mehr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.